Einen wunderschönen guten Morgen mein Lieben, mein Name ist die aus dem Kryptocafé. Wir fangen an mit etwas aus dem Solana-Ökosystem. Ja. Und zwar, da gibt es auch innovative Sachen. Eins davon ist nämlich Tito. Tito ist ein Liquid Staking Protokoll. Ihr könnt ja natürlich nicht an der Stelle sagen, ah, es gibt auch schon Marinade und Co. Ja, das ist auch alles Liquid Staking. Ja, das ist richtig, aber bei Tito ist tatsächlich der Fall, dass die diese MEV, das gibt es auch im Solana-Ökosystem, das gibt es in jedem schnellen Ökosystem, das mit einem Mempool arbeitet. Und die extrahieren diese MEVs nicht für Drittparteien, was normalerweise der Fall ist, sondern die gehen diese MEV zurück an die Validatoren. Das heißt, in die Staking-Rendite. Und wenn man also an dieser Stelle Liquid Staking über Gito betreibt, kriegt man aktuell wesentlich höhere Rendite als im Vergleich zu also Marinade und Co. Ja, und das sind aktuell fast 7%, 6,7% Prozent mal da. Und das Interessante ist ja gerade, dass im Solana Ökosystem auch unterschiedliche, tatsächlich andere Protokolle gibt, die in diesem Fall diesen Gito soll akzeptieren als Kollateral, also als Sicherheit. Das ist so ähnlich wie bei AW, ja, wo man auch auf der linken Seite Sicherheit hinterlegen kann und auf der rechten Seite sich etwas ausleihen kann. Wenn man das dann miteinander kombiniert, ja, zum Beispiel margin Fire Drift-Protokoll und so weiter, kann man das eben nochmal in die Höhe treiben, weil wenn man natürlich Solana gegen gestakten Solana ausleiht, ist natürlich erstens das Risiko relativ gering, denkt dran, wenn das andere natürlich die hat man trotzdem ein Liquidationsrisiko, aber theoretisch könnte man sehr, sehr nah an die Liquidationsschwelle gehen, und dann das, was man ausgeliehen hat, nochmal staken. Und zusätzlich, weil natürlich im Solana-Ökosystem in einem Liquid Staking-Protokoll wie bei Gito nur zwei Tage das Unstaking dauert, könnte man im schlimmsten Fall innerhalb einer Woche, ja, wenn man, sag mal, drei oder vierfach das geloopt hat, wieder rauskommen. Das heißt, da könnte man allein durch das Staking auf den Sol-Token auf über 10% an Rendite bekommen. Ich bin immer noch nicht da drin bei Solana, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das solana ökosystem vor allem durch FTX noch nicht komplett... Abgewickelt ist, was da an Risiken drin sind, aber ich habe das definitiv im Auge, weil da vor allem auch einiges an Entwicklung vor sich geht. Kommen wir zum nächsten. Wir haben Uniswap, hat eine neue Geschichte bei sich und denkt an auch das größte Protokoll Uniswap, wo ich immer gesagt habe, hey, ich bin dahinter, weil Uniswap ist zwar eines der Hauptthemen, die ich in den Coachings euch beibringen kann. Uniswap, konzentrierte Liquidität und V3.3 sind die aktuellen Spezialthemen. Und die haben jetzt eine zusätzliche Funktion dieser Swap Protection. Das ist so gesehen aktuell tatsächlich nur bei den mobilen Geräten. Ich habe das gestern getestet, on-chain, on, on zumindest aus den Layer 2 ist es noch nicht. Aber sowas haben andere auch schon davor gemacht, ja, über diese Private Man Pools und so weiter. Also man muss aber allerdings verstehen, gerade bei konzentrierter Liquidität, ja, was bei nicht konzentrierter nicht so schlimm ist, aber bei konzentrierter Liquidität gibt es diese Just-in-Time-Liquidität. Und die sind in der Regel immer profitabel, aber... Profitabel nicht auf Kosten der Trader in der Regel, ja, sondern ganz oft auf Kosten der Liquidität Provider. Das heißt, diese Just-in-Time-Liquidität, die gerade hier ja, Swap, durch diese Swap Protection eben ausgeschlossen werden, ja, weil man kann ja nicht mehr die Trading Position Frontrunnen oder Backrunnen oder Sandwichen, ist natürlich so, dass die Trader an der Stelle in der Regel in, in den meisten Fällen schlechteren Ergebnisse rausbekommen, als wenn die ganz normal im Mempool, also ohne diese Protection arbeiten würden. Das heißt, wenn ihr Trader seid oder Swapper seid, ja, wäre tatsächlich da wirklich wichtig zu vergleichen, ob man das mit oder ohne machen sollte. Denn gerade mit dieser Just-in-Time-Liquidität können, ja, und da gibt es genug Statistiken und Untersuchungen darüber, dass die Trader tatsächlich sogar besser wegkommen mit Just-in-Time-Liquidität, weil diese Ne, MEV-Leute oder Sandwicher dafür sorgen, dass die Trader mit besseren Kursen rauskommen am Ende des Tages als mit schlechteren Kursen. Aber auf der anderen Seite haben natürlich Liquidität-Provider weniger davon. Und kommen wir zum nächsten, wir haben JP Morgan, ja, wir haben hier anscheinend einen, einen Analyst, ja, der gerne Berichte schreibt, aber ja, auch öfters mal daneben liegt. Ja. Und hier sieht man ganz klar, ja, er hat den Markt einfach nicht verstanden, in dem, der sagt, naja gut, ne, das TVL und so ist gesamt zurückgegangen und das, das ja, einfach außer Acht gelassen, dass der gesamte Markt aktuell in Bärenmarkt ja, das wäre genauso zu sagen, ja ah, gut, ja der ganze Tesla und so, ne, die sind ja jetzt wieder zurückgegangen und ohne zu sagen, ja gut, der ganze Markt ist um 20% zurückgegangen. Und nichtsdestotrotz, äh, so es ist zumindest gut zu sehen, dass auch Analysten bei großen Banken sich damit beschäftigen und das habe ich schon so in den letzten Tagen gemerkt, ich gucke ab und zu gerne mal äh, bei den Banken und Co. rein, ja, was sie für Stellen ausschreiben, Schreibung haben und die suchen tatsächlich einige Banken, weil hier, sag ich mal, im Bankensektor unterwegs seid, weil ich nicht bin. Ja, ich bin ja ursprünglich IT-ler, dass die sagen: Hey, ja, wir suchen Leute, die mit im Bankensektor sind und sich die damit auseinandersetzen wollen und so. Da gibt es einiges an Stellen, die ausgeschrieben sind. Kommen wir zum nächsten. Wir haben ähm, eine gute Top-Level-Erklärung. Ich hatte früher auch schon oft darüber gelesen, ja, aber nie wirklich die konk konkreten Abläufe verstanden. Und äh, das ist ähm, Trotzdem sehr high-level erklärt, das heißt für jeden nachvollziehbar, was im Hintergrund passiert. Und äh, das deckt sich auch eins zu eins. Ja. Das ist natürlich immer so, wenn man etwas ausleiht, ist man Short dagegen. Ja. Und in diesem Fall sind es die Market Maker, die vor allem natürlich auf zentralisierten Exchanges für die Trading Volumen und für die Trading Liquidität sorgen, dass die vor allem, wenn neue Coins, ja, die sehr, sehr hoch gehypt sind, rauskommen, immer Short auf diese Coins sind. Und das ist auch der Grund, warum man zu Anfangs, ja immer sehr, sehr vorsichtig sein sollte, wenn große neue, ja, für einen Strich große neue. Coins kommen, weil in der Regel die, die, die die meisten Coins halten, ja das sind eben die Market Maker, damit die das überhaupt machen können, haben die normalerweise sehr, sehr viele Coins ja, ausgeliehen und nicht gekauft. Und das, worauf, was man ausgeliehen hat, ist man in der Regel Short drauf und äh, ja, die sorgen eben dafür, dass die Coins sehr stark runtergehen und wenn die ganzen Trader ja, oder sagen wir mal, die kleinen Fische sich umorientieren auf Short, werden die wieder alle wegrasieren, weil die einfach ihre eigene Liquidität aus dem Markt rausziehen. Das heißt, Plötzlich gibt es überhaupt keinen Verkaufsdruck mehr, außer die kleinen Leute. Ja, und die pumpen dann den Coin wieder ganz schnell nach oben, um die kleinen Leute alle auszuradieren. Und äh, solange das natürlich äh, diese Konzentration da ist von den Market Makers und so, wird der Markt auch sehr leicht manipuliert, vor allem durch den ganzen Bärenmarkt hindurch. Und kommt zum nächsten. Wir haben Bitmain stellte gestern in einer Show. Ja, seine neuen Miner vor. S20 wurde übersprungen. Jetzt kommen wir direkt von 19 auf 21 und beide haben fast die doppelte, also jeweils zu den Pendant der S19-Generation, an Mining-Effizienz. Ja, es geht auf die Effizienz, nicht auf die ne, reine höchsten. Hashrate und ich habe tatsächlich 2019, äh nicht 2019, 2021 auch selbst überlegt. Es gibt also Rem Remote Mining Services, ja, wo man selber noch nicht mal überhaupt was tun mu muss. Man muss ja einfach nur die Gerätschaften dort kaufen. Die sorgen dann für das Mining, für die Unterhaltung und so weiter. Habe ich mir damals auch eine Tabelle gemacht, wo ich Interesse daran hatten, aber habe zum Glück nichts gemacht. Ja, ich meine, das sind halt so ja, Bullenmarkt-Geschichten, im Nachhinein kann man da drüber schmunzeln. Und kommen wir zum nächsten. Mal, wir haben ein besseres Beispiel. Ja, wir haben wieder Ben anfangen. Ihr wisst ja, ich habe vor zwei Tagen darüber berichtet. Ich, ich denke, das verdient auch nicht eigentlich nochmal einen extra Bericht. Nur dass er, das ist eigentlich nur Show. Ja. Alles, was er macht, ist nur Show, damit er möglichst viele ähm, Leute an sich bindet ja, und natürlich Aufmerksamkeit sammelt. Ne. Wenn man sich auf diese natürlich oberflächlichen Sachen konzentriert ja, oder fokussiert guckt man natürlich in der Regel nicht mehr dahinter was wirklich Sache ist das ist nun mal so bei den meisten Menschen da muss man wirklich vorsichtig sein und er ist natürlich an der Stelle sehr raffiniert der, der kennt sich aus ja, ist da natürlich mehrere Jahre in dem Business er weiß was zieht ja, und was er nicht sieht und dieser Show ja wo der dann auch rumheult und sagt oh hat mir alles genommen, und bitte spendet mir ein bisschen Geld ne, hat man auch gesehen ne? sofort sechs sechsstellige Betrag bekommen einfach weil er so ein großer Anhängerschaft hat, ja, die immer seinen deine Kanäle gucken. Und jetzt kommt heraus, naja gut, ja, der Lambo und so, das ist gar nicht weg, ja, das geht auch nicht sofort. Das, es gibt immer noch Gesetze, ja, und man kann klagen und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, jetzt kriegt er doch sein Lambo zurück, aber im Gegensatz zu einem XPT und so, die tatsächlich das Geld gebraucht haben, ja, für eine ähm, Rechtskosten. Ähm, ja, und der, der hat ja Geld gebraucht, um sich gegen Machi Big Brother zu verteidigen, hat er danach alles, was er nie gebraucht hat, auch offiziell on-chain nachverfolgbar alles zurückgegeben. Ja. Was bei Bit, äh, bei ben wir Da uns nee, warum, warum zurückgeben das Geld, was man mir gespendet hat. Wir werden einfach danach vermutlich den Lambo verkaufen ja, und selbst unsere Finanzkosten decken mhm. und so weiter. Also ja, einfach, selbst diese Geheule und so, zielt nur darauf, Geld von den Leuten, die ihm folgen, zu verdienen. Ja. Und ja, guck, ich meine, wenn man bis heute nicht verstanden hat, wie der, drauf, wie der tickt, dann hat man es vielleicht nicht verdient. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben eine EVM. Ja, EVM-Bücher und Schriftstücke für alle, die natürlich, ja, ähm, sag ich mal, im Bärenmarkt, vor allem das ist der beste Zeitpunkt, ja, vielleicht sich in sowas hinein zu übergeben. Es sind von sehr, sehr renommierten Leuten, ja, ähm, geschrieben, die ihnen auch im Ökosystem unterwegs sind und das ist natürlich sehr, sehr technisch, die Sachen dabei. Aber wenn man ein tiefes Verständnis für die Materie bekommen möchte und das ist natürlich wichtig, wenn man sich da hineinbegibt, man will ja diesen Edge, ne, diesen Vorteil gegenüber allen anderen haben und sich davon abheben, damit man dann letztendlich da darauf auf, ähm, etwas verdienen kann ja dafür in dem Beruf. Und lasse ich euch einfach da. Kommen wir zum nächsten. Wir haben Centrifuge. Ähm, ich habe, müssen mal ein Update machen, weil natürlich das, das Thema RWA Real World Assets ziemlich gehypt jetzt aktuell ist und auch in den nächsten Bullmark hinein definitiv eines der großen Entwicklungsbereiche ist. Ja, weil das wird nämlich dafür sorgen können, dass großes Kapital zusätzlich ins Krypto hereinfließt, aber ja, aber und ich habe ja auch schon gesagt, RWA bedeutet doppeltes Risiko. Ihr habt einmal das Risiko in der realen Welt, ja, auf die Assets, die ihr selbst nicht überprüfen könnt. Ja, das ist im Gegensatz zu Blockchain auf der Chain komplett anders. Auf der Chain könnt ihr alles eins zu eins überprüfen, was wirklich da ist. So und zweitens habt ihr natürlich das Risiko immer noch auf der Chain ganz das gleiche, ja, mit Risiko, Hacks, äh, Smart Contract und so weiter. Das heißt, ihr habt doppeltes Risiko an der Stelle. Nichtsdestotrotz, Centrifuge ist eines der Größten, ja, mit 240 Millionen TVL und die sind jetzt auf Arbitrum expandiert. Wer Interesse an sowas hat, kann sich das gerne mal angucken. Die haben eine ganze Reihe an Assets da, in die man investieren kann. Und ähm, ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben ein ETF von BlackRock. Ja. Ist nicht, der, dass der genehmigt ist oder sonst was, aber das war nur mein Gedanke dahinter. Denn bei Arkham hat man herausgefunden, das Wallet von, Coin, ähm, von Coinbase, besonders die Wallets, wo Coinbase alle Kundenassets halten, äh, unter anderem Bitcoin. Ne? Und jetzt äh, sieht man, dass bei Coinbase die allermeisten Bitcoin gehalten werden. ja Das ist über eine Million. Das ist, <laughs> ihr wisst ja, ne? maximal 21 Millionen. Und eine Million ist zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 5% der gesamten Bitcoin, die zum aktuellen Zeitpunkt auf dem überhaupt existieren, die sind alle bei Coinbase hinterlegt und da kann man sehen, wie viel immer neue USA angelegt sind und das sind fast 30 Milliarden, da kann selbst Grayscale nach oben schauen und wenn aber dieser ETF genehmigt wird, ihr wisst ja, bei BlackRock ist ja in den ETF-Antrag drin enthalten, dass der Custody an der Stelle eben Coinbase ist, das heißt, BlackRock Bitcoin ETF wird trotzdem bei Coinbase gehalten werden. Das heißt, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja viele Leute, die aktuell sagen: Ja, gut, ja, Krypto interessiert mich, aber ich will ja gar nicht viel traden und handeln und so, deswegen lasse ich meinen Bitcoin einfach auf, äh, ne, gekauft auf Coinbase liegen. Ne. Habe ich selbst keinen Custodial Risk und so weiter und so fort. Und wenn auch BlackRock herauskommt mit dem ETF, das Ganze wird trotzdem bei Coinbase gehalten, aber der, die Counterparty ist dann nicht mehr Coinbase, sondern BlackRock. Ne. Dass viele Leute sagen, ja, gut, BlackRock vertraue, traue ich eher als Coinbase direkt ja, und auch was Haftung und was angeht, vielleicht. Deswegen nehme ich einfach die 2%, ja, vielleicht, oder 1% ETF-Gebühren hin und Statt die selbst bei Coinbase liegen zu lassen, schiebe ich die rüber bei BlackRock. Das kann definitiv so kommen. Und dann wäre natürlich so, dass kein zusätzlich neues Kapital, denn das ist ja die, diese Narrative, die aktuell immer noch sehr, sehr stark verkauft wird, dass wenn dieser ETF genehmigt wird, dass große Mengen an Geld reinkommen, was ich noch nicht mal glaube. Da kommt definitiv was dazu, aber wie viel es wird, das weiß man niemand. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute, die aktuell direkt bei Coinbase liegen, dass sie sagen: Na, wir gehen rüber zu BlackRock. Und kommst du nicht, wir haben aktuell ja, einen Patch für zwei neue Zero-Day-Lücken, sowohl für iOS, also die mobilen Geräte, als auch für die ähm, Rechner, ja, Computer für Mac und äh, das sollte man auf jeden Fall, wenn man mit Crypto rumhantiert, sich geben. und äh, ja, man muss kein zu Risiko hinnehmen. Und äh, ein sehr lustiger Werbespot und sehr gut gemacht. Ja. Und da kann man sehen, was heutzutage alles mit KI möglich ist. Ähm, das zweite ist auch KI-Entwicklung. Und zwar, ja, ähm, weiß ich auch selbst, äh, habe ich Artikel darüber gelesen, beziehungsweise äh, auch sehr viele Podcasts, die haben gesagt, gerade ja, in China gibt es nicht wirklich die KI-Entwicklung. Die einzigen, die sind die USA, weil... Warum? Weil natürlich das eine Technologie ist, dass die Regierung kontrollieren möchte und KI kontrollieren, das funktioniert nicht so und weiter. Und jetzt ist tatsächlich so, dass in China diese Sachen ja schon kommerzialisiert wird. Das heißt, für 1000 Dollar kann man einen minütigen Training-Video das hochladen und dann machen die für euch sogar einen Dauerstream dafür, ja für diese Werbe. Ihr kennt ihn, ich kenne auch von früher im Fernsehen, da gibt es auch Fernsehkanäle, wo den ganzen Tag nur Werbung läuft. Und guckt euch das mal an. Man kann das nicht unterscheiden, so eine echte Person zu einem KI-generierten Video. Die verkauft ihr ja irgendein hier Rauch äh, oder Kosmetik Sachen und so und äh, ja das ist China auf jeden Fall weiter als man denkt und äh, das Letzte ja nicht zu nah am Krokodil sowohl im Wasser als auch in der Luft <laughs> heute wie gesagt das zweite Video ich habe gestern nicht mehr geschafft das fertig zu schneiden zum Thema äh, Liquis und Bunny ja das ist große Vorsicht ge geboten kommt wie gesagt im Laufe des Tages noch raus fertig zum, äh, bis zum nächsten Mal mein Name ist Di für euch aus dem Krypto Café ciao ciao